Dann also willkommen zur 18. Vorlesung Gammonlogik. Auf dem Programm stehen heute zwei Sachen. Erstens, wir werden den Zwischenwertsatz beweisen. Völlig konstruktiv, ganz ohne Auswahlaxiom. Das ist das Besondere dran. Und zweitens, wir werden Proof Mining in der Analysis anfangen und abschließen. Ich hatte das Gefühl, dass euch Proof Mining in der Algebra mehr interessiert, auch einfach deswegen, weil ihr mehr Ahnung von Algebra habt. Deswegen werden wir da den Fokus drauf setzen. Also beweisen wir den Zwischenwertsatz. Und zwar in folgender Formulierung, sei f von 0, 1 nach r punktweise stetig. Sei f von 0 kleiner als 0 und sei f von 1 mehr als 0. Klassisch könnten wir jetzt folgern, dass es eine Nullstelle von f gibt. Was wir stattdessen zeigen ist, noch folgendes, wir gönnen uns noch ein positives Epsilon und sagen, dann gibt es ein x aus dem Intervall, sodass der Betrag von f von x kleiner gleich Epsilon ist. Dieser Zwischenwertsatz hat auch noch einen kleinen Zunamen, das ist nicht unbedingt der CWS, sondern das ist der ACWS für approximativer Zwischenwertsatz, weil er halt nicht garantiert, dass eine Nullstelle existiert, sondern nur, dass eine beinahe Nullstelle existiert. Eine Zahl, eine Stelle, sodass Betrag von f von x zwar nicht 0 ist, aber zumindest so klein, wie wir wollen. Aus dieser Variante des Zwischenwertsatzes könnten wir, wenn wir klassische Logik zur Verfügung haben, auch sofort den klassischen Zwischensatz folgern. Wir könnten nämlich für Epsilon nach und nach ein Halb, ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel einsetzen, würden dann lauter x bekommen. Diese x lägen alle in diesem Intervall. Deswegen, jetzt geht klassische Logik ein, gäbe es eine konvergente Teilfolge. Und von dieser konvergenten Teilfolge könnten wir nachweisen, dass davon die Folge der Funktionswerte f von xn oder f von xnk, dass die gegen 0 konvergiert, weil wir diese Schranken für diese Dinge haben. Aber so ist die Aussage auch noch konstruktiv gültig. Wir können auch einen kleinen Plausibilitätscheck machen, ob wir eine Hoffnung haben werden, das so zu beweisen. Zur Erinnerung, ich hatte das letzte Mal schon angesprochen und wir werden ganz spezifisch genau verstehen, was wir damit exakt meinen, ist, wenn man ein Theorem konstruktiv beweist, ein Theorem wie dieses, dann ist das stabil gegen Auslenkungen. Das bedeutet, wenn das Theorem hier sagt, dass es so ein x gibt mit dieser Eigenschaft und wir wackeln ein kleines bisschen an f in der Supremumsnorm, dann wird es ein neues x geben, was auch diese Eigenschaft erfüllt. Und die Funktion, die solchen f's solche x zuordnet, die wäre zumindest auf einem kleinen offenen Gebiet wohldefiniert und stetig. Und wir hatten das letzte Mal kurz folgendes Beispiel angesprochen. Wenn die Funktion so verläuft, dann gibt es hier einen großen Bereich an Nullstellen. Und dann ist halt die Wahl der Nullstelle x, also da gibt es großen Freiraum. Und diese Funktion, die also einem f eine Nullstelle zuordnet, irgendeine von ihnen, die wird hart nicht stetig sein. Ja? Die wird, wenn ich die Funktion leicht verwackele, wird die ganz, ganz andere Ergebnisse produzieren. Weil es kann halt sein, dass die Funktion, also dass dieses Funktional, was zu Funktionen in Nullstellen zuordnet, sich bei dieser Funktion gedacht hat, ja, lass mal das da als Nullstelle nehmen. Und jetzt verwackele ich die Funktion ein kleines bisschen und dann sieht die vielleicht so aus. Und jetzt ist plötzlich, gibt es nur noch eine Nullstelle und zwar dort links. Deswegen ist a priori schon klar, dass man die starke Version von Zwischenwertsatz ohne weitere Voraussetzungen nicht wird zeigen können. Dagegen diese schwache Aussage hier, dass der Betrag höchstens Epsilon ist, das kann man halt schon zeigen. Und in der Tat, wenn man, also die Null, diese Semi-Nullstelle hier, die sogar eine echte Nullstelle war, die ist ja stabil. Wenn ich jetzt das f nur leicht wackelt, dann ist das immer noch eine Epsilon-Nullstelle, wenn ich leicht genug gewackelt habe. Also damit ist es zumindest plausibel, dass man es beweisen kann. Bitte. Wenn wir so eine flache Ebene haben, dann kann er ein kleines verwackeln zu einem großen Sprung. Ja, das ist, da hast du recht. Also die Frage ist, was ist, wenn der Betrag genau Epsilon ist durch Zufall? Vielleicht, dass du ein kleiner gleich kleiner. Ja, das könnte ich machen. Das wären auch äquivalente Theoreme, wenn ich es geschafft hätte. Genau, also die Auflösung ist einfach die, wir müssen genauer sehen, was ich damit meine mit stabil und verwackeln. Und dann löst sich das auf. Woher weiß ich, dass genau das die Antwort auf die Frage sein muss? Dieses Theorem ist logisch äquivalent zu dem Theorem, wo ich hier echt kleiner schreibe. Weil wenn ich es geschafft habe, dieses Theorem mit kleiner gleich zu beweisen
und jetzt das Theorem mit echt kleiner beweisen möchte, dann verwende ich halt dieses Theorem mit Epsilon halbe, kriege ein x raus, wo Betrag von f von x kleiner gleich wie Epsilon halbe ist, also echt kleiner als Epsilon. Ja? Also wir müssen das noch genauer sehen. Vielleicht als Vorgeschmack, falls ihr irgendwie auch über die Weihnachtsferien vorlernen wollt oder sowas, was man halt macht ist, mit Sachen, die konstruktiv beweisbar sind, man kann die in Gaben-Topoi interpretieren. Und so kommt dann automatisch diese stetige Abhängigkeit zustande. So, jetzt kommt der Beweis. Der Beweis also ist wirklich ein kleines Juwel der konstruktiven Mathematik, gefunden November 2016, nachdem Mike Shulman auf MathOverflow eine Bounty von 200 Credit Points ausgesetzt hat. Und Matthew Frank hat den gefunden. Und es war halt 30, 40 Jahre lang offen, ob es einen Beweis geben würde, der ganz ohne Auswahlprinzipien klarkommt. Also, das geht so. Wir setzen, und also es tut hart nichts zur Sache, aber wir können hier auch A und B schreiben. Ja? Für alle, die sich wundern, was gerade passiert, an der Uni Augsburg gibt es eine schöne Tradition, nämlich, dass Leute, die gerade nichts zu tun haben, in Vorlesungen gehen und durch Smileys die Vorlesung erhält. Vielen Dank, Alex, dafür. Beweis. Also die Idee ist zunächst, wie beim klassischen Beweis vom klassischen Zwischenwertsatz, dass man sowas Ähnliches wie eine Intervallschachtelung definiert. Also irgendwie eine Folge von A's und von B's. Ja? Wir können schon mal anfangen, so eine Skizze dazu zu malen. Also das könnte A1 sein und das könnte B1 sein. Genau wie beim klassischen Beweis schaut man sich jetzt den Mittelpunkt an. Den nennen wir C1 oder dann halt Cn. Das ist also an plus bn halbe. Und was würde man jetzt klassisch machen? Klassisch würde man eine Fallunterscheidung treffen, ob der Funktionswert an der Stelle kleiner gleich oder größer gleich 0 ist. Und je nachdem würde man die Intervallgrenzen anders nachziehen und dann hätte man einen Grenzwert und so weiter. Das funktioniert aus zwei Gründen konstruktiv jetzt nicht. Erstens, wir können nicht die Fallunterscheidung treffen, ob f von c1 größer gleich oder kleiner gleich 0 ist. Zweitens, auch wenn wir es könnten, zum Beispiel, weil wir die Fallunterscheidung abschwächen, hinzu, ob der Betrag von f von c1 kleiner gleich wie epsilon oder größer gleich wie epsilon halbe ist. Das waren jetzt Bereiche, die sich überlappt haben, deswegen kann man die Fallunterscheidung treffen. Auch dann ist man noch nicht besonders viel weiter, weil es kann ja sein, dass beide Fälle eintreten. Das heißt, man muss hier eine Wahl treffen, wie man weitermacht. Und das geht nur mit dem abhängigen Auswahlaxiom. Aber der Punkt ist, dass das ein Beweis ist, ganz ohne Auswahlprinzipien. Deswegen müssen wir anders weitermachen. Und die geniale Idee von Matt war nun Folgendes zu definieren. Nicht erschrecken, der Term sieht nur auf den ersten Blick komisch aus. Wir definieren das da. Die Bedeutung von diesem durch Epsilon wird noch sehr genau klar werden. Für den Moment will ich nur sagen, welche Zahl das eigentlich ist. Das ist halt diese Zahl, die da hinten steht, aber abgeschnitten bei 1 und bei 0. Sollte die Zahl kleiner als 0 werden, dann ist der Ausdruck insgesamt 0. Sollte sie größer als 1 werden, ist er nur 1. Also das wird auf jeden Fall eine Zahl zwischen 0 und 1 werden. Gut. Und das verwendet man jetzt, um ganz ohne Auswahlprinzipien, ganz ohne Fallunterscheidung, das nächste A und das nächste B zu definieren. Das nächste A wird das da. Und das nächste B wird das da. Was soll dieses B minus A durch 2 hoch N? Das wird gleich die erste Sache, die wir mit Induktion oder wie auch immer beweisen kann, nämlich das ist genau der halbe Abstand von bn zu an. Also man kann zeigen, dass bn minus an gleich b minus a durch 2 hoch n minus 1 ist. Für alle natürlichen Zahlen. Und ich habe mich hier entschieden, genau der Vorlage zu folgen von Matt. Der hat hier diese Folgen bei 1 angefangen lassen. Also schreiben wir das. Also ich erkläre gleich, was die Idee hinter dieser Wahl ist, aber ich will erst noch so ein paar Bemerkungen dazu aufschreiben, damit das nicht so leer im Raum steht.
Okay, also das da auf jeden Fall, das kann ich einfach durch Ausrechnen und Induktion zeigen. Das da, was hier rechts steht, das ist eine Nullfolge. Wenn das eine Nullfolge ist, heißt das, wir wissen, dass die Bns und Ans beide konvergieren und auch, dass die Folge der Cns konvergiert, weil die eingekastelt ist, die liegt immer zwischen An und Bn und zwar gegen irgendeinen Punkt C. Klassisch würde man jetzt vielleicht erwarten, dass das genau die gesuchte Nullstelle ist, aber das Verfahren wird so gestrickt sein, dass das nicht unbedingt eine Nullstelle ist, sogar wenn ich klassische Logik zur Verfügung habe, um das quasi nachträglich klassisch zu analysieren. Was das C wirklich genau ist, werden wir gleich noch sehen. Wir nutzen jetzt erstmal kurz die punktweise Stetigkeit aus von f, die es ergibt, und zwar an der Stelle C. Da f bei C stetig ist, das ist ja einer der Punkte, gibt es ein Delta größer 0 mit der Eigenschaft, sollte f von x minus f von, falsch, sollte x minus c kleiner Delta sein oder kleiner gleich, ist mir aber auch recht egal, dann ist f von x minus f von c kleiner gleich Epsilon. Das ist punktweise Stetigkeit, ne? Und jetzt kommen noch eine Hilfsbehauptung und dann das fertige Ding. Behauptung für alle natürlichen Zahlen ab 1 haben wir folgendes. Also die Folge der Cs, die ist so beschaffen, dass zu jedem Zeitpunkt m immer mindestens eine dieser beiden Alternativen gilt. Entweder muss ich dazu sagen, was falsch ist. Also es kann sein, dass irgendwann vor m schon, dass einer der Funktionswerte kleiner gleich wie Epsilon war. Das wäre genau unser Ziel, ne? Einen x zu finden, sodass f von x kleiner gleich Epsilon ist. Oder es kann sein, dass wir über das cj oder die cms zwar nichts Bestimmtes wissen, aber dass f von am wieder negativ ist und f von bm wieder positiv ist. Das deutet schon an, dass man in diesem Fall wird weitermachen können. Gell? In dem Beweis von viertens steckt tatsächlich dann die Erklärung, warum man das dm so wählt, wie man es hier tut. Aber ich will kurz noch zeigen, wie man aus viertens dann fünftens beweisen kann, nämlich die Behauptung. Also wie man zeigen kann, dass es ein x zwischen a und b gibt mit dieser Eigenschaft. Die Idee ist folgende. Wir fixieren ein bestimmtes m, ein m, was groß genug ist. Wir wollen, dass das zwei Desiderate erfüllt. Erstens, wir wollen, dass der Abstand von c zu cm kleiner als Delta halbe ist. Das können wir einfach füllen, wenn m genügend groß ist, weil ja die cms gegen c konvergieren. Das steht da oben. Und zweitens wollen wir noch was ganz Banales. Wir wollen, dass der Abstand, den das bm zu dem am hat, dass der da auch nochmal kleiner als Delta halb ist. Das ist sogar der noch, das, genau, dass der halbierte Abstand auch nochmal kleiner als Delta halb ist. Weil das ja eine Nullfolge ist, ist das auch möglich, simultan die beiden Bedingungen zu wählen. Und was wir jetzt machen ist, wir verwenden 4 für dieses m, was wir hier gewählt haben. Bitte? B minus a. Ja, sorry. Klar. Noch eine kleine Frage. Gerne. Bei der Definition von a m plus 1, ist es wirklich cm minus d? Ja, genau, von der Hälfte geht man ein bisschen weiter nach links. Okay. Genau. Noch ist ein bisschen mysteriös, warum, ne? Das kommt jetzt aber gleich. Also der Beweis ist wirklich schön.
Seht ihr noch nicht jetzt, aber seht ihr gleich, wenn wir viertens beweisen. Also fünftens hier fertig machen, ja? Wir haben dieses M groß genug fixiert. Auf das wenden wir jetzt viertens an. Das heißt, wir wissen, für dieses M gilt dieser Fall oder gilt dieser Fall. Also tritt einer der beiden Fälle oder beide, einer der beiden Fälle aus viertens ein. Behaltet unser Ziel vor Augen, wir wollen eine fast Epsilon-Nullstelle von F finden. Sollte der erste Fall eingetreten sein, dann haben wir das. Dann haben wir eben ein CJ gefunden, sodass der Betrag davon kleiner gleich Epsilon ist. Im ersten Fall sind wir fertig. Im zweiten auch, aber es ist nicht völlig klar zu sehen. Im zweiten Fall müssen wir noch eine Rechnung anstellen, nämlich wir schauen uns mal an, wie weit der Abstand von AM, der linken Grenze, zu C ist. Mit dem Ziel zu sehen, dass das AM nah genug an dem C dran ist, um dann die Stetigkeitsungleichung Nummer drittens zu verwenden, damit dann irgendwas kleiner gleich wie Epsilon ist. Ja? Wie können wir das nach oben abschätzen? Von dem, wo wir sehr genau wissen, wie weit es von C entfernt ist, das wäre der Punkt Cn. Also machen wir mit der Dreiecksungleichung das da. Und jetzt sehen wir Folgendes. Der Abstand von C zu Cm, so war das gefordert, ist kleiner als Delta halbe. Und der Abstand von Cm zu Am, der ist höchstens halb so groß wie der Abstand von Bm zu Am. Cm ist genau die Hälfte. Der Abstand von Bm zu Am, der steht hier dran. Wir können das einsetzen. Dann steht hier also dran B minus A durch 2 hoch M. Und M war so groß gewählt, dass das auch kleiner als Delta halbe ist. Beide Summanden sind also kleiner als Delta halbe, jeweils für sich genommen. Die Summe ist daher kleiner als Delta. Und was daraus folgt ist, mit Stetigkeit, dass f von c minus f von am kleiner gleich Epsilon ist. Und das mit Nummer drittens. Okay, und analog, genauso wie wir das hier mit am gemacht haben, könnten wir es mit bm machen. Analog mit bm statt am. Und was sehen wir damit analog? Wir sehen, der Abstand von f von c zu f von bm ist kleiner gleich epsilon. Und jetzt müsst ihr euch das nur noch auf der Zunge zergehen lassen oder alternativ einmal nochmal umgekehrte Dreiecksgleichung verwenden. Hier haben wir 0. F von am ist etwas Negatives. F von bm ist irgendwas Positives. Eventuell nicht genau symmetrisch, sondern keine Ahnung, wo die sind. Naja, und f von c jetzt. F von c hat höchstens Entfernung epsilon zu dieser negativen Zahl. Und f von c hat auch höchstens Abstand epsilon zu dieser positiven Zahl. Also f von c befindet sich irgendwie hier so, ja, halt in dem Epsilon-Einzugsbereich von der Zahl und in dem Epsilon-Einzugsbereich von der Zahl. Und daraus folgt insgesamt, dass f von c kleiner gleich Epsilon ist.
Damit ist alles erledigt, bis auf viertens und bis auf Erklärung der Intuition, wie das Verfahren funktioniert. Zwischenfragen? Ja, bitte. Warum darfst du Maximum Minimum schreiben? Mhm. Ja, exzellente Frage. Warum darf ich Maximum Minimum schreiben? In einer klassischen Vorlesung werden die eingeführt irgendwie über, naja, falls es kleiner 0 ist, dann 0, sonst das, was rechts steht oder sowas. Über eine Fallunterscheidung, das kann ich nicht machen, völlig klar. Aber ich kann die Maximumsfunktion auch ohne Fallunterscheidung einführen. So wie ich zum Beispiel auch die Betragsfunktion ohne Fallunterscheidung einführen kann. Hier nur kurz eine Möglichkeit, wie das geht. Also entweder sage ich, Betrag x ist je nach Vorzeichen dies, jenes oder das. Oder ich definiere einfach Folgendes. Der Betrag von, lass mal Cauchy Folge machen statt Cauchy Prozess jetzt, es ist genau gleich schwer, aber ich will nicht eine zusätzliche Schwierigkeit einführen. Also der Betrag von einer reellen Zahl, welche über eine Cauchy Folge repräsentiert wird. Der soll sein, einfach wieder eine reelle Zahl, also Äquivalenzklasse von etwas, von einer Cauchy Folge. Von welcher Cauchy Folge? Von der Cauchy Folge, die an der n-ten Stelle Betrag von xn hat. Jetzt muss ich nachweisen, dass das wieder eine Cauchy-Folge ist, wenn das eine Cauchy-Folge war. Und ein bisschen genauer, bei uns waren ja die Cauchy-Folge moduliert, die hatten eine vorgegebene Konvergenzgeschwindigkeit. Das war dieses, dass Betrag von xn minus xm kleiner gleich sein muss wie 1 durch n plus 1 plus 1 durch n plus 1. Also ich muss das dann, diese analoge Abschätzung muss ich jetzt auch für die Beträge nachweisen. Also wenn ich die Beträge reinziehe. Aber das gelingt mir halt. Daher kann ich das machen. Das da kann ich für alle, diese Art Setzung kann ich für alle Abbildungen machen, die wie die Betragsfunktion Lipschitz-stetig mit Konstante kleiner gleich 1 sind. Wenn die Lipschitz-stetig mit einer anderen Konstante sind, dann muss ich die Serie, die Folge hier ein bisschen beschleunigen, damit sie wieder diese modulierte Bedingung erfüllt. Und wenn es nochmal ein bisschen komplizierter ist, muss ich mir ein bisschen mehr Gedanken machen, wie ich es definiere. Aber jedenfalls den Betrag kann ich definieren. Damit kann ich zum Beispiel auch schon Maximum Minimum ausdrücken. Es gibt immer so eine 1-Aufgabe, wo man Maximum Minimum über Betrag ausdrückt. Oder ich tue halt Maximum Minimum auch nochmal separat machen. Die sind auch im geeigneten Sinne Lipschitz-stetig mit Konstante kleiner gleich 1. Also genau, das geht und deswegen können wir den Betrag, können wir Maximum und Minimum hier machen. Genauso können wir halt auch hier ein halb nehmen und durch Epsilon teilen und so. Ja? Gibt es weitere Fragen zu dem Teil des Beweises, der jetzt dann steht, der also insbesondere das Herzstück Nummer 4 nicht enthält und der die Intuition gar nicht enthält. Wir sehen zumindest keinen Ausfall verwendet, ja? Dass es hier einfach definiert ist gleich, ohne Fallunterscheidung. Also ich glaube, ich bin gerade ein bisschen blöd, aber ja. Kannst du zweitens nochmal erklären? Klar. Cn liegt immer in der Mitte zwischen bn und an. Die Folge der A's wächst immer weiter, von links nach rechts. Die Folge der B's fällt immer weiter von rechts nach links, das hatte ich, glaube ich, eben nicht gesagt. Der Abstand wird beliebig klein. Sandwich-Theorem, also tun die C's irgendwohin konvergieren. Hier geht schon die Vollständigkeit von R ein und das würde man ja auch erwarten von einem Verweis des Zwischenwertsatzes. Ich würde jetzt das hier wieder wegwischen. Und dann den Beweis von viertens hier führen. Okay. Also, Beweis von viertens. Das machen wir mit Induktion über M. Und der Fall Induktionsanfang M gleich 1, der ist klar. Da tritt nämlich der zweite Fall ein. F von A1 ist kleiner 0, F von B1 ist größer 0, weil A1 und B1 waren ja A und B und die waren genauso gegeben. Also, ganz am Anfang sieht die Situation so aus. Funktion verläuft hier unterhalb der x-Achse. Und hier oberhalb der x-Achse. Und jetzt wollen wir mal rausfinden im Induktionsschritt, was die relative Lage vom Funktionswert bei der Mittelstelle ist im Vergleich zu 0.
Also, gelte die Induktionsvoraussetzung, gelte also die Behauptung für M. Das heißt, es gilt dieser Fall oder dieser Fall. Wenn für das M dieser Fall eintritt, dann können wir auch zeigen, dass für M plus 1 dieser Fall eintritt. Weil die Behauptung ist ja nur, dass es irgendein J kleiner gleich wie da, wo wir gerade sind, gibt, wo das gilt. Und wir haben jetzt, hätten jetzt sogar noch ein C mehr zur Verfügung. Ja? Also falls Fall 1 eingetreten ist für M, dann tritt Fall 1 auch für M plus 1 ein. Und wir sind fertig. Interessant ist auch der andere Fall, falls Fall 2 eingetreten ist für M. Da sind wir dann also genau in der Situation, wie die Skizze sie gerade zeigt. Ein Wert ist bekannt kleiner, ein anderer ist bekannt größer. Okay, und jetzt mal eine folgende Folgenunterscheidung. F von Cm könnte kleiner oder gleich wie minus epsilon halbe sein. Oder F von Cm könnte im Betrag kleiner gleich epsilon sein. Oder F von Cm könnte größer gleich wie epsilon halbe sein. Diese Fallunterscheidung ist konstruktiv zulässig. Wir hatten es nicht in genau der Form notiert, aber ich mache hier Vergleiche über überlappende Bereiche. Ich frage mich einmal, kleiner gleich epsilon oder größer gleich wie epsilon halbe? Und dafür kann ich die Fallunterscheidung durchführen, wo der Funktionswert liegt. Das anschauliche Argument war folgendes, und das logische Argument führte selbst auf die Übung. Das anschauliche Argument war, naja, ich muss halt ein Computerprogramm schreiben können, was das macht, weil ja circa es keinen Unterschied gibt zwischen Dingen, die man konstruktiv beweisen kann und Dinge, für die man Computerprogramme schreiben kann. Ihr habt aber Subtilitäten gesehen, dass es nicht ganz stimmt, aber dass es trotzdem eine gute Näherung ist. Und ich kann ein Computerprogramm schreiben, was diese Fallunterscheidung durchführt. Das lässt sich halt eine gut genug Näherung geben von F von Cm und für diese gut genug Näherung kann es dann diese Fallunterscheidung durchführen. Ich könnte nicht herausfinden, ob F von Cm im Betrag kleiner gleich Epsilon oder größer als Epsilon ist. Aber so eine überlappende Fallunterscheidung kann ich durchführen. Na gut, in dem Fall sind wir doch fertig. In diesem Fall tritt also Fall 1 ein für M plus 1. Und interessant sind die beiden anderen Fälle, wobei die beiden Fälle zueinander analog sind. Wir müssen uns nur noch einen betrachten. Zum Beispiel den rechten. Und jetzt schauen wir mal, was das dn eigentlich ist. Also das dn, das ist immer eine Zahl zwischen 0 und 1. Extremfall wäre, dn ist 0. Was würde das dann bedeuten? Das bedeutet, das nächste a wäre einfach die mittlere Grenze und das nächste b wäre das alte b. Das ist der eine Extremfall, dass also danach der Algorithmus in diesem Bereich hier weitersucht. Der andere Extremfall wäre, dass dn 1 ist oder dass das dm 1 ist. Das würde bedeuten, dass wir vom Mittelpunkt genau so viel abziehen wie die halbe Entfernung von a zu b. Das heißt, die neue linke Grenze wäre die alte linke Grenze, das a wieder. Und die neue rechte Grenze, das neue b, wäre was? Wir würden von der rechten Grenze genau die halbe Entfernung abziehen, das heißt, wir würden dann bei dem Mittelpunkt landen. Das heißt also, je nachdem, wo dn liegt, wo das d liegt im Vergleich zu 0 und 1, konzentrieren wir uns danach entweder eher auf den rechten Teilbereich oder eher auf den linken Teilbereich. Ein Spezialfall ist vielleicht noch interessant, nämlich der, wenn das d genau 1/2 ist, das kann ja auch passieren, dann ziehen wir, um die neue linke Grenze zu bestimmen, vom Mittelpunkt die halbe Entfernung ab, sind dann also hier, und genauso rechts mit der rechten Grenze. Das heißt, dann konzentrieren wir uns genau auf den mittleren Ausschnitt von dem Intervall. Ja? Und jetzt schauen wir uns mal an, was also in der Situation passiert, wo wir wissen, dass f von cm größer gleich wie epsilon halbe ist. In der Situation, hier m lesen, ist dieser Bruch hier also größer gleich wie 1/2.
Das Epsilon kürzt sich. Also ist das da größer gleich 1. Und wird also geklemmt auf 1. Das heißt, wir sind in der Situation, dass wir nach ganz links rutschen. Das nächste AM wird das alte AM sein. Das nächste BM, also das BM plus 1, wird das mittlere sein, das CM. Also tritt Fall 2 ein. Denn wir wissen, nach Voraussetzung, wir sind in Fall 2 insgesamt, für M, dass F von AM negativ ist und dass F von CM, steht hier, positiv ist. Es ist sogar größer gleich wie Epsilon halb. In dem Fall wäre es so, dass das, ich habe vergessen hinzuschreiben, dass das dm jetzt 1 ist. Ja? In dem Fall wäre das dm 0, weil das wäre hier kleiner gleich wie 1/2, es wäre kleiner gleich wie minus 1/2. 1/2 plus etwas, was kleiner gleich wie minus 1/2 ist, ist etwas, was kleiner gleich 0 ist, wird auf 0 geklemmt. Das heißt, wir begeben uns dann in den rechten Bereich. Also dann wäre das dm 0 und das AM plus 1 wäre das CM und das BM plus 1 wäre das BM. Also Fall, auch wieder Fall 2 für M plus 1. Ich zeichne mal eine der Situationen ein. Die ganz rechte. Also irgendwo hier befindet sich der Funktionswert an der Stelle. Wir können hier so einen Epsilon-Schlauch vielleicht einzeichnen. Das soll Höhe Epsilon halb haben. Dann gibt es da drin den Epsilon halbe Schlauch. Und wir sehen jetzt in der Situation, dass der Funktionswert größer gleich wie Epsilon halbe ist. Also vielleicht ist der Funktionswert das da. Größer gleich wie Epsilon halbe, ja? Und in diesem Fall also wäre das Neuintervall das, das. Das ist die Situation. Und was jetzt, glaube ich, noch gut tut für diesen Beweis, ist, sich kurz klarzumachen, was wir klassisch noch mehr wüssten. Ja? Das schreibe ich da unten gerade noch hin. Also der Beweis ist jetzt konstruktiv fertig erbracht. Na, wir haben viertens bewiesen, und das war, was wir fünften brauchten, und damit sind wir fertig. Aber es ist noch interessant zu sehen, was jetzt eigentlich diese Folge der CNs macht. Also klassisch zum Beispiel sehen wir, Fall 1 muss mindestens einmal eintreten. Warum? Klassische Logik jetzt. Stellt euch vor, Fall 1 tritt niemals ein. Dann tritt immer Fall 2 ein. Dann können wir zum Grenzwert übergehen und sehen, dass f vom Grenzwert der a's, also c, dass f von c kleiner gleich 0 ist und auch, dass f von c größer gleich 0 ist, genau wie im üblichen Beweis vom Zwischenwertsatz. Das heißt, f von c wäre 0. Soweit nichts Schlimmes, aber wenn f von c 0 ist und f in c punktweise stetig ist, dann wissen wir doch, in einem kleinen Einzugsbereich von c ist Betrag von f von den Stellen immer noch kleiner gleich wie epsilon. Und die cj's, die sind ja schlussendlich in dem Einzugsbereich von diesem c. Das heißt, Fall 1 würde doch eintreten, Widerspruch. Das heißt, dieses Verfahren liefert früher oder später so einen Punkt cj, wo Betrag von f von cj kleiner gleich epsilon ist. Nur konstruktiv weiß ich nicht genau, wann das passieren würde. Ich weiß nur, es passiert nicht. Ja? Ich weiß es halt klassisch. Zweite Sache, über die man nachdenken könnte, ist folgendes. F von C gleich 0 muss auch klassisch nicht gelten. Also dieser Grenzwert, der da konstruiert wird, das ist nicht die gesuchte Nullstelle, die es in klassischer Logik gäbe.
Ein Gegenbeispiel bekommt ihr, wenn ihr eine Funktion nimmt, die hier konstant irgendwie den Wert epsilon halbe oder sowas hat. Also nicht ganz konstant, das muss ja irgendwann hier runter und irgendwann da hoch, aber wenn es auf einem großen Teil epsilon halbe hat, dann wird halt c irgendwas in diesem Bereich sein und da wird der Funktionswert halt epsilon halbe sein und nicht 0. Und noch eine Bemerkung, sogar Betrag von f von c kleiner gleich epsilon ist nicht garantiert, auch nicht in klassischer Logik. Also es stimmt nicht, dass diese c's gegen eine fast Nullstelle von f konvergieren. Müssen sie auch nicht, wir haben den Beweis anders fertig bekommen. Ich will das nur betonen, weil das ein Unterschied ist zum klassischen Zwischenwertsatzbeweis, wo man eben schon eine Folge konstruiert, die dann gegen eine Nullstelle konvergiert. Ich lade euch ein, damit ein bisschen zu spielen und die Kreativität von diesem alle Auswahlen vermeidenden Beweis ein bisschen auf euch wirken zu lassen, indem ihr zum Beispiel einfach hier ein paar Funktionsverläufe einmalt und dann schaut, was die entsprechenden Cs immer sind oder wie, welche Intervalle man sich da anschaut. Ich lade euch auch ein, das einmal zu programmieren, weil das eben hier ein numerischer Algorithmus ist, der ganz ohne Voraussetzungen funktioniert. Der braucht nur punktweise Stetigkeit. Also ist besser als Newton oder sowas, was zwar lokal quadratisch konvergiert, das ist auch hart geil, man sollte irgendwann auf Newton umschalten und es gibt auch Ungleichungen, die einem sagen, dass es sicher ist, auf Newton umzuschalten, aber ihr wisst ja auch, das Newton-Verfahren, das konvergiert nicht immer, das konvergiert lokal. Das konvergiert immer, das hat keine weiteren Voraussetzungen. Wenn ihr das programmiert, dann könntet ihr an einer Stelle sagen, Moment mal, ihr könntet nämlich sagen, wenn ich Schritt 5 programmiere, dann muss ich doch ein M finden mit dieser Eigenschaft. Und dazu muss ich doch dieses Delta kennen. Und woher kannte ich nochmal das Delta? Das Delta kannte ich aus Schritt 3, also aus der Stetigkeit von f. Das heißt, ihr könntet einwenden, dass man das Verfahren gar nicht einsetzen kann für eine x-beliebige Funktion, die stetig ist, sondern nur für eine solche Funktion, wo man auch ein Stetigkeitsmodul kennt, wo man eine Möglichkeit hat, zu einem vorgegebenen Epsilon ein solch praktisches Delta zu berechnen. Diesen Einwand könnte man haben. Der wäre zunächst der berechtigt, weil das würde zeigen, dass man das Verfahren halt überhaupt nicht so super allgemein einsetzen kann, sondern halt erst dann, wenn man ein Stetigkeitsmodul zur Verfügung hat, wenn man den auch noch implementiert hat. Aber der Einwand zieht zum Glück nicht, denn wir wissen doch das da. Wir wissen, früher oder später wird dieser Fall eintreten. Und was wir also programmieren können, ist, wir programmieren halt diese Folge der Cs und testen einfach, in jedem Schritt, ob das da eintritt oder nicht. Wenn das eingetreten ist, sind wir fertig. Wenn nein, machen wir noch weiter. Wir können natürlich nicht genau das prüfen, also genau wie es in Numerik verpönt ist, zu schauen, ob eine Fließkommazahl kleiner gleich wie Epsilon ist oder echt größer, weil es nicht stabil unter Rundungsmomenten ist, können wir nicht direkt das prüfen. Aber was wir machen könnten wäre, wir können prüfen, ob das kleiner gleich wie 2 Epsilon oder größer gleich wie Epsilon ist. Das ist jetzt auch in der Numerik nicht verpönt, weil es stabil unter Rundungsfehlern ist. Und wir wissen, wenn wir das ganze Verfahren hier nochmal statt für Epsilon mit Epsilon halbe machen, wissen wir schlussendlich irgendwann mal, klassische Logik, wird der Fall eintreten, dass f von, dass wir also in dem kleiner gleich 2 Epsilon Fall sind, was nach der Substitution kleiner gleich Epsilon ist. Das heißt, wir können eine Fallunterscheidung durchführen, die uns dann detektiert, wann wir fertig sind. Also das kann man machen. Das sind dann 5 Zeilen Perl. Gibt es Fragen? Hier kann auch ein Link. Und dann machen wir mit Proof Mining weiter. Wenn man die Idee nochmal kurz zusammenfassen sollte, dann wäre die folgende. Anstatt eine Auswahl zu treffen in dem Schritt, interpolieren wir sanft zwischen den Auswahlen. Anstatt sich immer für das linke oder für das rechte Intervall zu entscheiden, entscheiden wir uns kontinuierlich für irgendein Teilintervall. Aber halt auf eine solche Art und Weise, dass der Beweis bei fünftens halt durchgeht, bei viertens durchgeht, uns damit das liefert und damit und das. Gut. Dann Proof Mining. Das ist Unterabschnitt 2 von unserem großen Kapitel dazu. Proof Mining in der Analysis.
in Abgrenzung zu Proof-Mining, Mining in der Algebra, was verwandte, aber nicht ganz genau dieselben Methoden verwendet. Und ich will das an einem Beispiel, was noch nicht so viel mit Analysis zu tun hat, was eher mit Zahlentheorie zu tun hat, kurz vorführen, um nur um klarzumachen, was genau mit Proof-Mining eigentlich gemeint ist. Ich will nochmal kurz beweisen, dass es nämlich viele Primzahlen gibt. Mit Euklids Beweis. Euklids Beweis, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Lass dich da nicht einlullen. Viele Leute sagen, Euklids Beweis ist ein Prototypbeispiel, das erste Beispiel für einen Widerspruchsbeweis. Das ist aber fachlich nicht korrekt, sachlich. Man kann in dem Originalartikel schauen und man wird nirgendwo einen Widerspruchsbeweis finden, der Beweis war konstruktiv aufgeschrieben. Es ja? Gibt auch einen schönen vierseitigen Artikel in AMS Monthly erschienen. Der Artikel heißt Prime Simplicity. Und da wird das nochmal aufgearbeitet, was wirklich die Geschichte von Euklids Beweis ist und ab wann die falsch tradiert wurde und so weiter. Euklids Beweis geht so. Sein P, lasst mich schauen, wie ich die Nummerierung gemacht habe. Ich nehme an, ich habe sie cool gemacht. Ja. Sein P0 bis P Index R minus 1, die ersten R Primzahlen. Setze groß N auf das Produkt dieser Primzahlen und dann noch 1 dazugezählt. Sei Q der kleinste Primfaktor in N. Oder auch ein anderer Primfaktor in n. Es muss auf jeden Fall mindestens einen geben, weil diese Zahl ist größer gleich 2. Alle Zahlen größer gleich 2 haben mindestens einen Primfaktor, vielleicht sie selbst. Sei Q der kleinste Primfaktor in dieser Zahl n. Jo, dann ist Q eine von den pi verschiedene Primzahlen. Wir haben also eine neue Primzahl gefunden. Okay, das haut euch nicht vom Hocker, weil ihr das alles schon tausendmal gesehen habt, weil ihr das auch schon alle tausendmal tutoriert habt. Aber es ist eine krasse Sache, ne? Das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Wir Menschen haben eine endliche Lebensspanne und können trotzdem sehen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Also das kann man schon bewundern. Beobachtet hier auch den kleinen Vorteil, den die konstruktive Formulierung hat. Was es sonst manchmal gibt, ist Missverständnisse, wenn man das Kindern erklärt, weil die denken dann eventuell immer, wenn man Primzahlen nimmt, aufmultipliziert und 1 dazu nimmt, dass dann wieder eine neue Primzahl rauskommt. Das würde man nämlich beweisen, wenn man in der ersten Zeile schreibt, angenommen, das seien alle Primzahlen, dann kann man sogar von n zeigen, dass es eine neue Primzahl ist. Und das ist aber falsch, wie, glaube ich, das Beispiel 3 mal 5 plus 1 zeigt. 3 und 5 sind beides Primzahlen, 15 zusammen multipliziert plus 1 gibt 16, 16 ist keine Primzahl. Es gibt auch ein Gegenbeispiel, wenn ihr bei der Zahl 2 anfangt und wirklich keine Primzahl auslässt. Ich glaube, da muss man 2 mal 3 mal und so weiter bis 17 rechnen und dann 1 dazu und dann kommt auch wieder eine Zahl raus, die keine Primzahl ist. Dieser Beweis, so wie er hier formuliert ist, lässt dieses Missverständnis gar nicht zu, ne? Weil an keiner Stelle behauptet wird, dass groß n wieder eine Primzahl ist. Hier wird nur behauptet, groß n hat einen Primfaktor, ob der halt ein neuer ist. Okay, also das ist Euklids Beweis. Und dank Euklids Beweis wissen wir also, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Die Idee bei Proof-Mining ist jetzt zu sagen, oder kritisch zu hinterfragen, was sagt mir der Beweis mehr als nur die bloße Information, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, dass ich, wenn ich den Zahlenstrahl ablaufe, immer mal wieder auf eine Primzahl stoßen werde. Das können ganz, ganz viele Informationen sein. Jeder Beweis liefert andere, weitere Bonusinformationen mehr als die bloße Gültigkeit. Wir werden das auch noch ein bisschen abstecken, was da eigentlich immer dahinter steckt, und das ist auch noch nicht abgeschlossene Forschung, aber wir werden eine große Möglichkeit kennenlernen.
Die Sache, auf die ich mich konkret bei dem Beweis konzentrieren möchte, ist, ich möchte eine Schranke herleiten, eine a priori Schranke, für wie groß die r-te Primzahl höchstens ist. Aus diesem Beweis können wir eine Schranke für PR, also die R-te, oder vielleicht sollte ich sagen R plus R-ste, die Zählung beginnt halt bei 0, für PR extrahieren. Bitte. Also rein formal ist es die Aussage, für jedes R gibt es R-Primzahlen. Also meine, die andere intuitive Formulierung, oder die du wahrscheinlich jetzt nicht haben wolltest, war nicht, es gibt ein R, sodass... Ja, ich kann es einfach sagen. Es gibt konstruktiv folgende Möglichkeiten auszudrücken, dass es eine Fülle Primzahlen gibt. Alle lassen sich konstruktiv beweisen. Möglichkeit 1, zu jeder Zahl a gibt es eine Primzahl p, welche größer als a ist. Das ist die direkteste Möglichkeit, um auszudrücken, dass es eine Fülle Primzahlen gibt. Möglichkeit 2, zu jeder endlichen Ansammlung an Primzahlen gibt es eine Primzahl, die nicht in dieser endlichen Ansammlung enthalten ist. Möglichkeit 3, es ist nicht der Fall, dass es ein a gibt, sodass alle Zahlen größer als a nicht prim sind. Alles drei kann ich konstruktiv beweisen. Die dritte Aussage ist aber ein bisschen schwächer als die ersten beiden. Die dritte Aussage folgt aus den ersten beiden, ist aber nur ein negatives Statement. Es stimmt nicht das. Die anderen beiden Aussagen waren positive Statements. Es gibt dann eine Primzahl. Ihr seht auch sofort den Unterschied in der Realisierbarkeitsinterpretation. Die Realisierbarkeitsinterpretation von einer der erstgenannten Möglichkeiten wäre dann also ein Computerprogramm, was irgendwas einliest, entweder eine Grenze oder schon gegebene endliche viele Primzahlen, und eine neue Primzahl ausspuckt. Ein Realisierer für die negierte Aussage, für drittens, wäre ein triviales Computerprogramm, weil wir haben festgehalten, Realisierer für negierte Aussagen sind immer trivial. Die machen nichts. Daher steckt in den ersten beiden Aussagen mehr Gehalt drin. Aber alle drei lassen sich konstruktiv beweisen. Nein, der Beweis geht hier einfach, wenn ich irgendwelche Primzahlen habe und dann einen Primfaktor nehme von dieser Zahl, habe ich eine neue Primzahl. Ich habe das hier absichtlich so aufgeschrieben, um jetzt klarer die nächste Ungleichung motivieren zu können. Nämlich, was wir aus dem Beweis ablesen können, ist, dass die r-te Primzahl, oder die R, also halt PR, ja, dass PR höchstens wie groß ist? Naja, so groß wie das entsprechende n hier in dem Beweis. Höchstens so groß ist wie P0 bis PR minus 1 plus 1. So groß ist höchstens Primzahl Nummer R. Das folgt aus dem Beweis. Und was man jetzt zum Beispiel mit Induktion zeigen kann, mit Induktion kann man daraus folgern. So, und lasst mich wieder die Indizes nachschauen. Ich kann damit zeigen, die i-te Primzahl ist höchstens 2 hoch 2 hoch i für alle i. Ich lade euch ein, das kurz durchzuführen. Das wäre eine Aufgabe, die man in der Anna 1 stellen könnte. Im Induktionsschritt muss ich das halt hier immer verwenden. Dann habe ich oben Exponenten. Ich fasse die zusammen mit dem ersten Potenzgesetz, keine Ahnung. Und dann verwende ich eine geometrische Reihe oder ich erinnere mich ans Binärsystem und dann steht das dran. Okay, und so haben wir also nur aus diesem Beweis ein bisschen mehr rausgeholt als die bloße Existenz. Nämlich wir haben jetzt Schranken für wie groß die i-te Primzahl höchstens ist. Sie ist höchstens 2 hoch schlecht rumgeklammert, 2 hoch i. Wenn ihr euch ein bisschen mit Primzahlen auskennt, dann wisst ihr, dass das eine absurd schlechte Abschätzung ist. Die Primzahlen sind viel, viel dichter gesät als doppelt exponentiell. Und in der Tat, andere Beweise der Existenz unendlich vieler Primzahlen führen zu besseren Schranken. Also noch ein Beispiel. Eulers Beweis der Unendlichkeit der Primzahlen liefert sogar folgende Abschätzung.
Die i-te Primzahl ist kleiner gleich wie die Aufrundung von e hoch i plus 2 minus Gamma, wobei Gamma die Euler-Mascheroni-Konstante ist. Das ist die Konstante, die wichtig ist, wenn man Hörsäle baut, dass die den Neigungswinkel angibt. Das ist die Konstante, die wichtig ist, wenn man ausrechnen möchte, wie viele Sticker ich eigentlich kaufen muss, bis mein Sammelalbum voll ist. Das ist die Konstante, die man braucht, wenn man quantitativ den Zusammenhang sehen will zwischen der harmonischen Reihe und unendlich. Also wenn man angeben möchte, wie schnell die gegen plus unendlich divergiert. So, das ist immer noch eine absurd schlechte Abschätzung für diejenigen, die Primzahlen ein bisschen kennen. Aber sie ist um den ganzen exponentiellen Faktor besser. Das war doppelt exponentiell, das war einfach exponentiell. Das hier sind zwei ganz, ganz elementare Beispiele. Die Behauptungen, die da rauskommen, die sollen nicht als krass interpretiert werden, weil sie nicht krass sind, weil man fast viel Stärkeres zeigen kann, wenn man sich mehr Mühe gibt. Aber das sind Beispiele, die das Grundprinzip illustrieren. Aus einem gegebenen Beweis, den man eigentlich nur geführt hat, um die Behauptung nachzuweisen, kann man im Nachhinein weitere Informationen extrahieren. Wie in diesem Fall Schranken. Und verschiedene Beweise können verschiedene Schranken liefern. Schwierigere zu führende Beweise können eventuell bessere Schranken liefern. Eulers Beweis, der ist aus meiner Sicht ein bisschen schwieriger, den kann ich nicht in drei Zeilen hinschreiben. Eulers Beweis, dass diese Sache mit diesem unendlichen Produkt über alle Primzahlen von 1 minus 1 durch p und wenn es jetzt nur endlich viele gäbe, dann würde das konvergieren und so weiter. Ja? Wenn euch das interessiert, dann mache ich euch eine Übungsaufgabe dazu. Ein wesentlicher Punkt bei Proof-Mining ist noch, dass man das automatisieren kann. Also dieses Proof-Mining, das war ja von uns per Hand geführt. Wir haben den Beweis nochmal angeschaut, haben gesehen, wie groß PR höchstens ist und haben dann mit einer Induktion, die wir auch gar nicht wirklich geführt haben, das da bewiesen. Ein wesentlicher Punkt bei Proof-Mining ist, dass das automatisiert oder semi-automatisiert geschehen kann. Und das ist eine schöne Sache. Das wurde benutzt von Kohlenbach und seiner Crew, und also die Crew ist mittlerweile groß, das ist eine Industrie geworden, Proof-Mining, um in der Funktionalanalysis diverse Ergebnisse a posteriori zu erhalten. Auch solche Ergebnisse, die längere Zeit offene Vermutungen waren in der Funktionalanalysis. Und die dann publiziert wurden, nicht in irgendeinem obskuren Logikjournal, sondern halt in so einem Journal für konvexe Optimierung. Und daher bin ich so ein bisschen gehypt drauf. Ich zeige euch ein paar Beispiele für Sachen. Ja, zum Beispiel folgende Beispiele, was man also so als Ausblick, was man machen kann mit Proof Mining. Und wir werden alle bis auf ein Beispiel gerade so verstehen und dann aber aufhören, weil wir Proof-Mining in der Algebra machen wollen. Also was man aber zum Beispiel machen kann, ist folgendes. Aus einem Beweis der Wohldefiniertheit einer Abbildung f von r nach r. Was meint Wohldefiniertheit? Naja, in R sind doch so Äquivalenzklassen drin. Wenn ich so eine Funktion mal hinschreibe, muss ich also Wohldefiniertheit nachweisen, muss zeigen, äquivalente Klassen gehen auf äquivalente Klassen. So, aber wenn ich das geschafft habe zu beweisen, in einem gewissen formalen Rahmen, dann folgt automatisch, dass die Funktion gleichmäßig stetig ist und dass ich aus dem Beweis ablesen kann, ein Stetigkeitsmodul. Aus einem Beweis der Wohldefiniertheit kann man einen Stetigkeitsmodul, vielleicht sollte man genauer sagen, einen gleichmäßige Stetigkeitsmodul, so geklammert, ja? Sowas extrahieren. Was ist das? Also eine Funktion Epsilon geht auf Delta von Epsilon mit der Eigenschaft, dass f von x minus f von x Schlange immer kleiner gleich wie Epsilon ist, falls der Abstand von x zu x Schlange kleiner gleich wie Delta von Epsilon ist.
Und natürlich fordert man, dass Delta von Epsilon immer was Positives ergibt, sonst wäre das eine triviale Aussage. Also die genaue Formulierung ist hier, wenn ich in einem gewissen konstruktiven System HA Omega das da zeigen kann, die Wohldefinierte zeigen kann, dann folgt das da. Ich will aber nicht, dass ihr den Eindruck jetzt bekommt, dass man das Proof-Mining nur auf klassische Beweise anwenden könnte. Nur auf konstruktive Beweise anwenden könnte. Bei konstruktiven Beweisen nehme ich an, dass ihr auch schon in der Stimmung seid, dass ihr so ein bisschen abnickt, weil wir haben das schon auch bei Realisierbarkeitstheorie gesehen, dass dann explizite Zeugen geliefert wurden oder halt Computerprogramme, die was berechnen. Aber der richtige Zauber von Proof-Mining tritt dann zur Geltung, wenn man Proof-Mining anwendet auf klassische Beweise. Und das ist halt eine Industrie in der Logik geworden, dass man das Proof-Mining auf systematische Weise, also auf kreative Art und Weise ausdehnt, so dass man dann auf systematische Art und Weise sogar klassische Beweise nach Inhalt meinen kann. Und insbesondere schon die kleine Variante, die wir heute kennenlernen werden, die wird viel mehr unterstützen nur als konstruktives Argumentieren in HA Omega. Die wird zum Beispiel auch Markovs Prinzip unterstützen und die wird das Auswahlaxiom unterstützen. Das Auswahlaxiom auf allen Typen und auch Markovs Prinzip auf allen Typen. Also das sind schon sehr, sehr recht starke klassische Prinzipien, die auch schon für Großteile der Analysis ausreichen. Also das kann man machen. Eine andere Sache, die man machen kann, ist aus einem Beweis der Eindeutigkeit einer Nullstelle einen Eindeutigkeitsmodul extrahieren. Hat nichts mit Erdmodulen zu tun, ja? Kann man einen Eindeutigkeitsmodul extrahieren? Was ist das jetzt wiederum? Das heißt, eine Funktion, keine Ahnung, ja vielleicht auch Epsilon geht nach Delta von Epsilon, aber jetzt mit folgender Eigenschaft, mit für alle x, welche Nullstellen sind, gilt für alle x-Schlange, sollte f von x-Schlange kleiner gleich sein wie Delta von Epsilon. Vielleicht hätte ich es lieber Epsilon von Delta nennen sollen, aber ist mir jetzt egal. Dann ist der Abstand von x Schlange zu x höchstens Epsilon. So ist die Klammerung. Sowas ist für die Numerik interessant. Aus folgendem Grund, wenn man irgendein Verfahren hat, um eine Nullstelle zu suchen, von der man irgendwie bewiesen hat, dass es eine Nullstelle gibt, dann ist man vielleicht interessiert daran, wann man aufhören kann, dieses iterative Verfahren durchzuführen, wann man schon nah genug an der Nullstelle ist. So, was leicht im Computer herauszufinden ist, ist, wie groß der aktuelle Funktionswert ist, f von der aktuellen Stelle. Was schwer herauszufinden ist, ist, was der Abstand zur echten Nullstelle ist, weil die echte Nullstelle ist ja unbekannt, die will ich ja erst suchen. Aber wenn ich jetzt so ein Eindeutigkeitsmodul zur Verfügung habe, dann bin ich recht glücklich. Dann muss ich nämlich nur schauen, ob Betrag von f von x Schlange kleiner gleich wie Delta von Epsilon ist. Delta von Epsilon kann ich ausrechnen, wenn ich den Eindeutigkeitsmodul zur Verfügung habe. Und dann darf ich folgern, dass x Schlange von der echten Nullstelle höchstens Epsilon weit entfernt ist. Und aus einem Beweis, dass höchstens eine Nullstelle existiert, kann man eben maschinell so ein Eindeutigkeitsmodul extrahieren. Also ich weiß nicht nur, dass es den gibt, den gibt es in klassischer Logik auf jeden Fall. Aber ich kann halt auch ein Computerprogramm dafür schreiben, was das macht. Ich habe eine Frage zu dem ersten Beispiel. Bitte. Und zwar gibt es ja schon wohl definierte Funktionen von R nach R, ja, die nicht gleichmäßig stetig. Sagst du. Hier wird gerade eingeworfen, dass es wohl definierte Funktionen gibt, die nicht gleichmäßig stetig sind. Ja, das ist richtig. Ich habe hier ja jetzt nicht ganz genau dazu geschrieben, in welchem formalen logischen System das geschehen muss. Ja, das ist richtig. Lass mich nachdenken, was man da hat. Ja,
Also das stimmt schon, ja, konstitutive Mathematiker kein Problem damit zu zeigen, dass die Quadratfunktion wohldefiniert ist. Gut, haben wir das kurz geklärt. Damit man das bekommt, muss man noch den Definitionsbereich einschränken. Ja? Also das da passiert mit etwas, nicht mit etwas, was dialektische Interpretation heißt, was wir heute noch kennenlernen werden, sondern etwas, was monotone funktionale Interpretation heißt. Und die braucht immer, dass man so gleichmäßige Sachen bekommt, braucht die immer irgendeine Form von Kompaktheit. Und jetzt ist es auch extrem plausibel. Konstruktive Mathematik kann beweisen, dass die Quadratfunktion auf jedem abgeschlossenen gescheiten Intervall wohldefiniert ist. Und aus diesem Wohldefiniertheitsbeweis kann ich ablesen, ein Beweis der gleichmäßigen Stetigkeit. Das ist hier dasselbe, ich muss f auch wieder einschränken auf ein Intervall. Wenn ihr wollt, dass es zu weniger Konfusionen führt, dann schreibt einfach hier ab dazu. Ich meine, das ist immer noch kein präzises Statement, aber so hätte ich das zumindest die Rückfrage verhindern können, ne, wenn ich das gewollt hätte. Anderes Beispiel noch. Also aus einem Beweis der Monotonie, einer Folge zum Beispiel, kann man einen, ich nehme an, das heißt im Deutschen Monotoniemodul, extrahieren. Könnt ihr euch mal überlegen, was das sein sollte. Das sollte eine quantitative Verschärfung sein von der strikten Ungleichung oder auch meinetwegen der schwachen bei Monotonie. Und ich will noch eine Sache anschreiben, bevor es dann, bevor wir wieder ein bisschen konkreter werden. Aus einem Beweis der Cauchy-Folgeneigenschaft kann man einen Zeugen für Metastabilität extrahieren. Was ist Metastabilität? Die Erklärung kommt gleich. Aber ich will vorher noch ein Wort dazu verlieren. Das Beispiel ist nämlich recht interessant, weil der Begriff der Metastabilität, der kam nicht von Logikern, sondern der kam von Analytikern. Ich bin nicht ganz sicher über die Historie, aber ich glaube, der wurde von Terence Tao eingeführt. Weil Terence Tao macht harte Analysis, unter anderem. Bei harter Analysis geht es immer um mehr als nur, dass man Konvergenz oder sowas zeigt, man ist auch immer an Raten interessiert. Und da ist der Begriff der Metastabilität in dieser expliziten Theorie eben sehr wichtig. Was dann so ein bisschen eine Überraschung war, nicht für die Leute in der Proof-Mining-Szene, aber für Terence Tao, war, dass dieses Konzept, ja, was sich irgendjemand quasi mal mit mehr oder weniger Kreativität überlegt hat, dass das einfach folgt aus einer maschinellen Übersetzung und mehr noch, dass man aus einem Beweis in einem gewissen formalen System, dass eine Folge die Cauchy-Folgeneigenschaft erfüllt, sofort diese, so eine Metastabilitätsschranke bekommt. Was sagt die aus? Die sagt aus, also wann heißt eine Folge metastabil? Genau dann, wenn für alle Funktionen von g, von n nach n, jeweils ein n existiert und der Punkt ist jetzt, vielleicht sollte ich diesen Strich hier dorthin zeigen lassen, der Punkt ist, dass man hier eine obere Schranke für das n extrahieren kann. Phi, was von den Eingabedaten, insbesondere von dem g, aber halt auch von der Folge abhängt. Sodass jetzt was gilt? Sodass für alle i und j aus dem Bereich von n bis n plus g von n, damit ist ein ganzzahliges Intervall gemeint, gilt, dass der Abstand von xi zu xj kleiner oder kleiner gleich, ist mir auch egal, epsilon ist. Und wir brauchen noch ein für alle epsilon, damit das Sinn ergibt. Und zwar brauchen wir das hier. Und das phi, diese Schranke darf dann insbesondere auch von epsilon abhängen.
Bei einer echten Cauchy-Folge ist es ja so, dass wenn man ein Epsilon vorgibt, dass es irgendwann eine Stelle n gibt, sodass ab der, egal welche zwei Folgen wieder man nimmt, der Abstand von xi zu xj kleiner Epsilon ist. Was ganz toll wäre, wäre, wenn man explizit angeben könnte bei einer Cauchy-Folge, wie weit man nach draußen laufen muss, bis man in diesem Bereich ist, wo dann xi minus xj immer kleiner Epsilon ist. Jetzt gibt es aber dummerweise Beispiele, wo all die Eingabedaten, die Folge und alles berechenbar ist, aber wo man zeigen kann, dass es eben nicht berechenbar ist, den Punkt herauszufinden, ab der diese Cauchy-Eigenschaft erfüllt ist. Man kann jetzt entweder den Kopf im Sand verstecken oder die Behauptung abschwächen. Zudem, man sagt gar nicht für alle i und j ab n, sondern nur für alle i und j in diesem Bereich soll das gelten. Das genügt nämlich für viele Anwendungen der harten Analysis, weil ich dann halt in weiteren Beweisen, die auf dem Beweis aufbauen, nicht brauche, dass für alle Stellen ab dort die Cauchy-Folgeneigenschaft erfüllt ist, sondern halt nur für die, die, die und die Stelle, und ich kann wiederum eine Oberschranke angeben, für wie weit ich da raus muss. Und dann nehme ich das halt als G und bekomme dann genau das da. Und in klassischer Logik kann man zeigen, eine Folge ist genau dann Cauchy, wenn das da stimmt, was hier steht, ohne dass die Oberschranke. Das heißt, aus klassischer Sicht hat man auch gar nichts verloren oder aus Sicht der soften Analysis. Aber aus Sicht der harten Analysis hat man hier eine obere Abschätzung gewonnen, die einem eben hilft, irgendwelche krassen Beweise zu führen. Erledigt? Okay, das sind also Ausblick so Sachen, die man machen kann. Ich rate euch sehr, dass ihr euch 2 Minuten Zeit nimmt, eher nur 2 Stunden, und nach Ulrich Kohlenbach googelt. Googeln ist an der Uni Augsburg ein überladenes Wort, damit meint man immer, dass man die Lieblingssuchmaschine verwendet, die vielleicht nicht Google ist. Also schaut mal im Internet nach Ulrich Kohlenbach, nach irgendeinem seiner Foliensätze. Er hat ganz, ganz viele einführende Foliensätze. Und da macht er halt so ein bisschen Werbung für die ganze Industrie und zeigt insbesondere Anwendungen von diesem Business in der funktionalen Analysis oder sowas, in der Optimierung. Und das ist teilweise extrem beeindruckend. Also als ich einen Vortrag von ihm gesehen habe auf dieser Sommerschule, wo Matthias und ich waren auf der Herbstschule, ist mir schon so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, als er manche Folien gezeigt hat. So, wie wird ein Teil dieser Magie realisiert? Das ist mit Hilfe der sogenannten Dialektika-Interpretation. Sie stammt von Gödel, einem Mathematiker mit einem Umlaut im Namen, daher erfolgreicher Logiker. Und ich will euch zeigen, wie die funktioniert. Das ist jetzt eine Übersetzung von Formeln zu Formeln, so ähnlich wie es die Doppelnegationsübersetzung auch ist, die wir ganz am Anfang kennengelernt haben. Nur ist sie halt wesentlich komplizierter als die Doppelnegationsübersetzung und hat ganz andere Eigenschaften, die sie eben für dieses Proof Mining tauglich machen. Also Definition, das ist die Dialektika-Interpretation, die von Gödel vorgeschlagen wurde. Die heißt Dialektika-Interpretation, weil Gödel sie veröffentlicht hat in einem Journal, was Dialektika hieß. Und diese Interpretation, die macht aus Formeln von HA Omega Formeln aus HA Omega. Zur Erinnerung nochmal, was war HA Omega? Das war Hating-Arithmetik, aber erweitert um die Fähigkeit, auch über Funktionen sprechen zu können. Über Funktionen von sowas wie n nach n oder von n hoch n nach n, von so n-Türmen. Ja? Gut. Also das ist etwas, so ein Phi wird auf so ein Phi hoch d zugeordnet. Und das Phi hoch d, die Formel, die dabei rauskommen werden, die werden immer von derselben Gestalt sein, nämlich von folgender Gestalt. Es werden mehrere Existenzquantoren kommen, dann mehrere Universalquantoren
Und dann etwas, was ich phi unten d schreibe. Und der springende Punkt ist, dass phi unten d eine quantorfreie Formel ist. Also jede Aussage, egal wie kompliziert, wird runtergebrochen auf eine Aussage wie diese hier. In einem gewissen Sinne ist die Dialektika interpretierte Aussage dann der wesentliche numerische Kern von der Aussage phi selbst. Das Quantenfreie ist deswegen krass, weil das heißt, dass die Aussage phi d entscheidbar ist. Ne? Da stecken nur noch ganz endliche Aussagen drin. Da kommt jetzt gleich so eine Tabelle, wie ihr sie schon oft gesehen habt, für jedes logische Zeichen eine Zeile. Ihr könnt also ganz genau abschätzen, wie viel Platz ihr lassen müsst. Ich will nämlich, damit das ein bisschen besser motiviert ist, gleich schon das Theorem anschreiben, was wir anschließend beweisen. Und damit meine ich, ich werde auf ein Buch verweisen, wo der Beweis ausgeführt ist, weil ich nicht Lust habe, und ich nehme an, ihr habt auch nicht Lust, wieder eine Induktion zu machen über den Beweisaufbau. So. Theorem 1 ist, wenn H Omega Phi zeigt, dann zeigt H Omega auch Phi D. Ich habe da Platz gelassen, weil die Aussage kann noch verstärkt werden. Sogar wenn man noch eine Reihe von nicht-klassischen Axiomen dazu nimmt, dann stimmt die Aussage auch noch. Was man dazu nehmen darf, ist das Auswahlaxiom hoch Omega, damit ist gemeint das Auswahlaxiom auf allen Typen. Man darf hinzunehmen, man darf Markus-Prinzip hinzunehmen auf allen Typen. Ja, gute Frage. Ist Lem nicht ein Spezialform Auswahlaxiom? Du hast schon recht. Wenn ich das wirklich das ganz volle Auswahlaxiom meine für alle Mengen, ja. Aber ich erlaube es nur für die Sachen, über die H Omega sprechen kann, und das sind nur so Türme von Ns. Okay, also da ist das nur was anderes als. Es ist schon noch ein Tacken schwächer als das komplette mengenleere Auswahlaxiom. Nein, genau, die sind unabhängig weiter. Okay. Genau. Also Lem und dieses AC Omega sind unabhängig. Es ist so, also nicht falsch verstehen, das AC Omega ist aus Sicht eines Mengentheoretikers ein ganz, ganz niedliches, putziges Babyaxiom. Nicht zu vergleichen mit dem echten Auswahlaxiom. Aber ihr müsst überlegen, warum man das Proof-Mining macht. Ein Grund ist wegen des Korrelars, was gleich kommt, welches einen Konsistenzbeweis von Hating-Arithmetik liefert. Okay. Aber ein anderer Grund, und der heutzutage viel wichtiger Grund ist, weil man Proof-Mining betreiben würde, weil man ganz konkrete Anwendungen in der Funktionalanalyse oder in konvexen Optimierung oder in der Algebra haben möchte. So, und da stellt man einfach fest, dass die ganzen Beweise in der Analysis und so weiter nicht das volle mengenleere Auswahlaxiom brauchen, sondern zum Beispiel das abzielbare oder das abhängige. Ja? Man weiß, für jedes Epsilon gibt es sowas, und da baut man sich eine Folge dafür. Und solche Anwendungen werden dadurch erschlagen. Und dann gibt es noch, ich wollte gerade das Markus-Prinzip hinschreiben, das sagt aus, wenn es nicht der Fall ist, dass ein x existiert, sodass phi 0 gilt, dann existiert ein x, sodass phi 0 gilt. Die Konvention wird in diesem Kapitel jetzt immer sein, dass wenn eine Aussage unten so ein 0 dran stehen hat, dass es eine quantorfreie Aussage sein soll. Eine Aussage ohne Quantoren, also insbesondere eine, die entscheidbar ist, für die ableitbar ist, dass phi 0 oder nicht phi 0 gilt. Und dann noch was, ein Prinzip, was IP Omega für alle heißt. Ich schreibe das dann an, wenn wir es brauchen. Das heißt Independence of Premise, ist wieder sowas, was klassisch völlig trivial ist, weil es klassisch so im Wesentlichen dieses Lügner-Paradoxon dieses Biertrinker-Paradoxon ist. Was bei uns Pony-Paradoxon hieß. Jedenfalls
Sogar also, wenn man noch diese drei klassischen Prinzipien dazu nimmt, dann hat man immer noch die Aussage, dass H Omega das Phi D ableiten kann. Also das Phi D ist, also die direkte Repräsentation ist irgendwie stark genug, um all diese klassischen Prinzipien zu eliminieren. Eliminieren in Hilberts Sinn. Eliminieren heißt nicht, ich vertraue diesen Prinzipien nicht, ich lasse sie nie wieder verwenden, sondern eliminieren heißt, die Prinzipien sind geil, ich will sie konstruktiv rechtfertigen. Also das haben wir. Wir haben sogar noch mehr. Also aus dieser Annahme folgt nicht nur das, was da hinten steht, sondern sogar es existieren Terme X, Terme im Gödel-System T, also Lambda-Kalkül typisiert beliebige Entitätypen. Wir hatten das vor kurzem mal besprochen, was das wirklich ausmacht. Mit folgender Eigenschaft, so dass Gödels System T zeigen kann, dass im Kontext von Y folgendes gilt, Phi D, Phi unten D. Vielleicht sollte ich hier noch x0 hinschreiben. Damit meine ich einfach besondere x, ja? Und dann tue ich diese für diese einsetzen. Meinetwegen noch mit irgendwelchen Unterstrichen, ist mir so ein bisschen egal. Was ist Gödels System T? Gödels System T wird manchmal auch PRA Omega genannt. Warum? Weil es wie PRA keine Quantoren hat, sondern nur Gleichungen zwischen Termen erlaubt. Nur anders als bei dem ursprünglichen PRA sind halt jetzt hier so Terme höherer Ordnung erlaubt, Funktionen, die Funktionen als Argumente nehmen und so. Sonst genau gleich. Das heißt, mit ein bisschen Gutwilligkeit könnte man das da immer noch als ein finitistisches System bezeichnen. Das stimmt nicht ganz, weil wir haben halt insbesondere Rekursion drin bei beliebigen endlichen Typen. Wir können also die Ackermann-Funktion zum Beispiel bilden und die würden viele Leute als nicht finitistisch ansehen. Aber es ist so, nur ein bisschen mehr als finitistisch. Und dann haben wir also das auch. Zweitens. Zweitens und drittens lasse ich jetzt weg, weil ich euch lieber noch die Interpretation zeigen will. Zweitens wird sowas sagen wie H Omega kann zwar nicht beweisen, dass Phi und Phi D zueinander äquivalent sind, aber H Omega plus das plus das und das kann beweisen, dass Phi und Phi D zueinander äquivalent sind. Vielleicht schreibe ich es nochmal. Aber ich schreibe dann drittens nicht mehr hin. Drittens würde eine hinreichende Bedingung dafür liefern, dass wir zumindest noch eine der beiden Richtungen haben, wenn wir die ganzen klassischen Zusatzaxiome, und ich habe hier Auswahlaxiom vergessen, wenn wir die nicht dazu nehmen würden. Ohne zweitens und ohne ein bisschen Vertrauen, dass Gödel vermutlich kein triviales Resultat veröffentlicht hat, wäre erstens gehaltlos. Denn die Übersetzung könnte ja so gemacht sein, dass jede Formel auf die Aussage 7 gleich 7 abgebildet wird. Dann stimmt es, dass wenn ich unter diesen Annahmen einen Beweis von Phi habe, dass ich dann einen Beweis habe, dass 70 gleich 17 ist. Okay, lasst uns die Interpretation anschauen. Also, die Übersetzung von der Konstanten top ist die Konstante top. Ist auch wirklich von der Form keinerlei Existenzkontoren. Wir haben keine Angst vor Spezialfallen, keinerlei Universalkontoren und dann eine kantofreie Form. Die Übersetzung von bottom ist bottom. Und die Übersetzung von x ist gleich y ist x ist gleich y. Da kommen eventuell freie Variablen vor, ja? Das ist nicht verboten. Interessant sind jetzt die anderen Fälle. Manche davon recht straightforward, insbesondere dann, wenn ihr die Realisierbarkeitsinterpretation noch in Gedanken habt. Andere davon ziemlich obskur und ich würde das dann gerne noch motivieren, eventuell doch nächste Stunde. Also, wie geht Phi und Psi?
Um das zu definieren, erlaube ich mir jetzt reinzuschauen, wie denn schon die Übersetzung von Phi und Psi war. Also sei die Übersetzung von Phi D, habe die folgende Form. Es existiert ein x und ich glaube, ich sollte ein Vektorpfeilchen drüber setzen, weil das eben mehrere Variablen sein können von diversen Typen, nicht alle denselben. Sodass für alle y Phi Index D gilt. Und ich glaube, was für die Übersichtlichkeit auch nicht schaden würde, wäre, wenn wir hier nochmal explizit kennzeitlich machen, was denn die Variablen sind, die in dem Phi D noch drinstecken. Ich schreibe das als x, Semikolon, y. Den Strichpunkt hier, um ein bisschen die existenziell quantifizierten Variablen von den universal quantifizierten Variablen zu unterscheiden. Okay, und sei Psi D genauso, nur halt die mit anderen Variablennamen, zum Beispiel mit es existieren Vs, sodass für alle Ws das da gilt. Okay, und was ich jetzt hier eigentlich hinschreiben will, aber nicht machen werde, ist Phi D Wedge Psi D. So will ich das aber nicht machen, weil dann hätte es nicht diese Form. Ich will ja alle Aussagen auf diese Form bringen. Aber die Abhilfe ist nicht schwer, denn einfach schon rein logisch ist die Aussage, die da jetzt stünde, aber die ich wieder weggestrichen habe, äquivalent zu dem, was ich jetzt hinschreibe. Es existieren x und es existieren v's, sodass für alle y's und für alle w's gilt phi d und psi d. Ja, 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 okay, man muss die Variablen disjunkt machen eventuell. Ja, das muss man machen, auf jeden Fall. Ja. So, dass es hier nicht zu einem Namenskonflikt kommt. Nicht, dass weiter hinten stehende Variablen plötzlich weiter vorne stehende überschatten. Also, so habe ich das wieder auf diese Form gebracht. Lasst uns als nächstes die Disjunktion anschauen. Disjunktion. Also die Dialektikinterpretation von Phi oder Psi. Dürfen sich die Ws jetzt auch auf die X beziehen? Die Ws, ob sie sich die auf die X beziehen dürfen, also ich sage jetzt mal ja, aber die sind ja sowieso universell quantifiziert, das muss sowieso für alle Ws gelten. Okay. Ja? Also die Frage würde dann ganz brisant werden, wenn wir dahinter nochmal Existenzquantor hätten. Dann wäre nämlich die Frage, auf welche der vorherigen darf er sich jetzt beziehen, welche nicht. Aber haben wir ja gar nicht. Okay. Genau. Also die Aussage ist einfach, es gibt halt so x und so v, sodass all das gilt. Vielleicht sage ich noch folgende Sache, und zwar, es gibt schon einen Grund, warum Gödel so ein bisschen einen Fetisch auf Aussagen dieser Form hatte. Wenn ihr den Existenzquantor hier zudeckt, wenn es nur so eine Aussage ist, das sind so ein bisschen, das sind quasi Aussagen der einfachsten Gattung in der Mathematik. Die sagen, für alle bla 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 gilt dies und jenes. Und dies und jenes wäre eine ganz klare, quantenfreie Behauptung, eine von der ich weiß, was sie genau bedeutet und eine, die ich auch in ehrlicher Zeit nachprüfen könnte. Das da ist der nächste Schwierigkeitsgrad. Das sagt, irgendwo im platonischen Himmel gibt es solche Sachen, sodass die dann eben diese Eigenschaft erfüllen. Und wir wollen jetzt irgendwie alles auf diese Form. Lasst uns schauen, wie das bei der Disjunktion passiert. Das wird für viele von euch vermutlich noch nicht so überraschend sein. Wir sagen, es existiert ein P, das habe ich neu eingeführt, das ist eine neue Variable, die vorher nicht dran stand. Und jetzt, ich übernehme auch wieder die Schreibweise von hier, ja, sage ich, es soll halt x geben und es soll v's geben, sodass für alle y und für alle w's gilt Folgendes. Wenn p 0 ist, dann soll phi d gelten, unten d, mit den x'en und mit den y's. Und sollte p nicht 0 sein, dann soll psi d gelten mit den v's und den w's. Das ist die Übersetzung der Disjunktion.
Und im Wesentlichen genau dasselbe wie bei der Realisierbarkeitstheorie auch. Wir brauchen halt so einen Diskriminator. Das war bei der Realisierbarkeitstheorie, war das mit so einem J kodiert und mit K mit denen rausgeholt, welcher der beiden Fälle gilt. Damit das hier Sinn ergibt, geht ein, dass über all die Bereiche, wo wir hier quantifizieren, das ist jeweils nicht angegeben, das sind immer irgendwelche anderen N-Türme, dass all diese Sachen, über die wir quantifizieren, bewohnt sind. Sodass ich im Zweifel, also wenn ich zum Beispiel dieses Phi-D weiß und jetzt die gesamte Disjunktion zeigen will, dass ich dann einfach für das V hier irgendein Dummy-Element aus dem gegebenen Bereich mache. Sowas wie die Zahl 0 oder die Null-Funktion. Jetzt haben wir noch Existenz, Universal und Implikation. Und die Implikation hat es tatsächlich in sich. Ich schreibe mal kurz die anderen runter. Also zunächst noch Existenzquantifikation. Die ist leicht. Da passiert nämlich überhaupt nichts. Das zieht sich einfach durch. Ist auch von der geforderten Form, weil Phi hoch oben D fängt ja mit Existenzquantoren an. Also insgesamt fängt es halt mit einem Existenzquantum mehr an. Für alle ist noch interessant, aber gut verständlich. Das sieht jetzt so aus. Es fängt an mit neuen Variablen, die existenziell eingeführt werden. Ich bin wieder in der Notationskonvention von hier. Und ich schreibe jetzt nicht sowas wie, es gibt x oder sowas, sondern ich schreibe gleich für alle y. Und was jetzt kommt, ist, dass Phi D gelten soll für welche x? Für x, welche durch das F-Tupel berechnet wird. In Abhängigkeit von den Ys und insbesondere dem Z, um das es geht. So. Das ist auch noch dieselbe Idee wie bei Realisierbarkeit. Anstatt halt einfach zu sagen, für alle z gilt dann halt Phi D, sagen wir, es gibt Funktionen f, welche in der Lage sind, die gefragten Zeugen, die existenziell quantifizierten x, auch wirklich zu berechnen. In die muss ich das z reinstecken und die ys und dann kommen die Sachen raus. Hier. Vielen Dank, genau, sonst ist Quatsch. Und meinetwegen schreibt ihr hier noch das Z rein. Das hängt ein bisschen davon ab, wie genau jetzt wie genau ihr buchführen wollt mit den freien Variablen. Jedenfalls nach dem Strichpunkt. Ja? So, und jetzt die Implikation eben. Ich gönne mir die, weil wir sowieso nur noch 0 Minuten haben. Hier nochmal in groß. Die sieht so aus. Es existiert f und es existiert g, sodass für alle x und für alle w's, da gehen jetzt genau die Variablen durcheinander. Vorhin war x existenzquantifiziert, jetzt alle quantifiziert, aber das ist alles richtig so, wie es dran steht. Folgende Implikation gilt: x mit g, xw, impliziert Psi mit fx und w. Und eventuell sollte ich da so ein paar Vektorpfeilchen draufsetzen. Ja, über alle. Ja. Jetzt sind wir in der Physik. Das da ist eine Kurzschreibweise dafür, dass wir erstmal die x in g reinstecken. Das Ergebnis ist wieder eine Funktion und in die stecken wir die w's rein. Und mathematisch also würde ich g von x schreiben und hier nochmal von. Aber ihr seht schon, es macht Spaß, die Klammer auch wegzulassen, weil es dann ein bisschen übersichtlicher wird. Okay, und diese Definition, die erscheint jetzt sicherlich total unmotiviert. Und die hat auch kein konkretes Analogon bei der Realisierbarkeitstheorie. Das heißt, was wir das nächste Mal noch kurz am Anfang machen werden, ist, wir werden sehen, wie man auf diese Definition gekommen ist, warum die uns dann Theorem 1 beschert. Wir werden Theorem 1 nicht beweisen, aber wir werden zeigen, dass zum Beispiel MP Omega oder AC Omega realisiert wird in diesem Sinne. Falls ihr die Spannung nicht aushalten könnt, könnt ihr erstens auf Wikipedia gehen,
Da wird das ein bisschen angeteasert, im Sinne von, es werden Originalartikel verlinkt, die ihr anschauen könnt. Von Kreisel zum Beispiel, sehr gut lesbar. Und zweitens, was ihr schon mal machen könnt, ist, ihr könnt euch ein paar Aussagen nehmen, so zahlentheoretische Aussagen mit so natürlichen Zahlen, und könnt die einfach mal die Dialektika übersetzen. Zumindest mir fiel das nämlich am Anfang ein bisschen schwerer, die Übersetzung konkret vorzunehmen, als bei der Nicht-Nicht-Übersetzung, wo ich einfach überall Nicht-Nichts reinhaue. Ihr könntet zum Beispiel sowas übersetzen wie, für jede Folge von natürlichen Zahlen gibt es Nicht-Nicht ein Minimum. Sowas könnt ihr übersetzen und dann bekommt ihr so ein bisschen eine Ahnung, wie diese Übersetzung funktioniert, ja, was da so passiert. Aber ansonsten diskutieren wir das ausführlich das nächste Mal. Es ist sehr interessant, wie Gödel auf diese Sache gekommen ist. Danke für eure Aufmerksamkeit. Thank you.